Guten Abend, meine Lieben, ich bin's wieder, euer Angelo. Ja, es ist wieder Dienstag. Von schon fast die Mitte der Woche. Neue Woche, neues Thema natürlich, dementsprechend. Letzte Woche habt ihr mitgekriegt, war ich nicht zu sehen. Da muss ich dazu auch leider sagen, aus stressbedingten Gründen konnte ich das nicht machen. Aber wie ihr sehen könnt, ich bin wieder da. Alles ist gut, alles ist easy. Ja, dieswöchiges Thema geschlechterlose Gesellschaft. Was im ersten Moment so ein bisschen komisch klingt. Habe ich mir dann auch gedacht, als ich es gehört habe, gelesen habe, beziehungsweise als wir die Themen durchgegangen sind. Aber so anderseitig gesehen wäre eine geschlechterlose Gesellschaft eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich persönlich. Es gibt kein Mobbing mehr, weil Frau und Mann Unterschied oder dergleichen. Es gibt kein Neid mehr, kein Abstoßen mehr, keine Diskriminierungen, keinerlei irgendwie Ärger, sag ich jetzt mal, oder ja, wie auch immer. In einer geschlechterlosen Gesellschaft wäre es nämlich dann wirklich alles neutral. Jeder akzeptiert den anderen im Endeffekt, weil es gibt nichts mehr zum Diskriminieren. Also nicht, also wird zwar nie passieren, um Gottes Willen, weil dafür gibt es zu viele Geschlechter auf der Welt. Sollte jetzt natürlich nicht böse klingen, aber ihr wisst, was ich meine. Aber so der Gedanke an einer geschlechterlosen Gesellschaft wäre eigentlich, sage ich mal so, gar nicht schlecht. Wenn sowas mal wirklich existieren würde. Würde es zwar nicht, aber ne? Man kann ja trotzdem mal hoffen. Spaß. Nein, vielleicht kommen wir ja irgendwann auch mal in so einem Zeitraum, sag ich mal, oder Zeitalter, heißt es ja, wo man wirklich mal auf die Straße gehen kann, ohne dass irgendjemand wegen irgendwas diskriminiert wird. Man weiß nie. Gut, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert. Läuft noch nicht alles so glatt. Aber so in 300 Jahren, wenn wir alle nicht mehr sind, dann gibt es das vielleicht. Man weiß ja nie. Menschen und Zeit verändern sich. Vielleicht gibt es dann auch mehr Akzeptanz. Man weiß ja auch nicht. So viel dazu. Mehr kann ich persönlich zu dem Thema sogar gar nicht sagen, außer jetzt diesen Gedanken oder die Gedanken kennen, die ich dazu habe. Weil eine geschlechterlose Gesellschaft wird es niemals geben. Und von daher war es das meinerseits dieser Woche tatsächlich schon. Aber euch natürlich einen schönen Abend. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es dann mit einem neuen Thema rangeht, über das wir dann diskutieren, reden können. Und ja, schönen Abend, viel schlafen, morgens in der Schule, Arbeit, was auch immer, außer natürlich für die, die frei haben. Und dann bis nächste Woche. Ciao.